Hallo und herzlich willkommen zu einem KI-TV aktuell Spezial zum Tode von Kim Jong-il. Mein Name ist Chris Hedelmeier und es folgt ein Nachruf der Kommunistischen Initiative Deutschland. Trauer um Kim Jong-il. Am Sonnabend, dem 17.12.2011, verstarb Kim Jong-il, der Vorsitzende der Obersten Nationalen Verteidigungskommission, Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee. In führender Position hatte er insbesondere seit 1994 wesentlichen Anteil daran, dass die Demokratische Volksrepublik Korea nicht in den Sog der Konterrevolution in den früheren sozialistischen Staaten gerissen wurde. Unter den schwierigen Bedingungen des Zusammenbruchs fast aller Wirtschaftsbeziehungen, weltweiter Embargos und ständiger militärischer Bedrohung und Provokation, vor allem durch den US-Marionettenstaat Südkorea und Japan, überwand und überwindet das nordkoreanische Volk die ökonomischen Probleme der 90er Jahre, einschließlich Mangel an Nahrungsmitteln, Treibstoff und Energie. Mit erfolgreichen Tests von Nuklearwaffen und Satellitenstarts bewies der Staat seinen hohen technologischen Stand sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, den Sozialismus gegen jede Aggression zu verteidigen. Diese Leistungen und Errungenschaften des nordkoreanischen Volkes und Staates waren und sind ohne die klare und konsequente Führung durch die Kommunistische Partei undenkbar. Sie unterstreichen damit auch die persönliche Bedeutung des Genossen Kim Jong-il. Noch deutlicher wird das durch die Reaktion der imperialistischen Mächte auf seinen Tod. Die USA ließen offen militärisch aggressiv die Streitkräfte ihres Marionettenstaates Südkorea in Alarmbereitschaft versetzen, unter dem unsinnigen Vorwand, Zitat, aus Sorge vor einer Provokation des Nordens, Zitat Ende. Die Hauptmacht des Euroimperialismus BRD setzt hingegen auf die Strategie der tödlichen Umarmung, welche in der Vergangenheit als Wandel durch Annäherung ihre konterrevolutionäre Wirksamkeit bewies. Welche Arroganz des Auswärtigen Amtes, dessen Sprecher auf seiner Pressekonferenz am 19.12.2011 äußerte, Zitat, wichtig ist für uns vor allem, dass wir klare Erwartungen an Nordkorea haben, Zitat Ende. Die nennt er dann auch Aufgabe des Atomprogramms und Öffnung in Politik und Wirtschaft. Begleitet wird diese Propaganda von der Wiederholung der üblichen Lügen über die Lebensverhältnisse der DVRK. Da ist immer wieder von verzweifelter Lage und gar Hunger die Rede, von Folter und Christenverfolgung. Kurz gesagt, die Imperialisten schäumen und geifern wie schon immer über jeden konsequent sozialistischen Staat, dessen Bürger sich der Diktatur des Finanzkapitals Ausbeutung und Unterdrückung entziehen. Gleichzeitig hoffen sie, dass nach dem Tod des Genossen Kim Jong-il Richtungsstreitigkeiten ausbrechen und proimperialistische oder wenigstens revisionistische Kräfte Einfluss gewinnen. Als Kommunisten stehen wir selbstverständlich solidarisch an der Seite des nordkoreanischen Volkes und seiner Führung im Kampf gegen Destabilisierung und Aggression. Bisher haben sie, im Unterschied zu fast allen ehemals sozialistischen Staaten, den Sozialismus erfolgreich verteidigt und seinen Aufbau fortgesetzt. Und das nicht, wie die imperialistische Propaganda zum Beispiel der Spiegel glauben machen will, aufgrund einer quasi religiösen Ideologie fernab des Marxismus. Nicht nur, dass die plötzliche Liebe des Spiegel zum Marxismus unglaubwürdig ist, auch die Behauptung einer quasi religiösen Ideologie wird durch Kim Jong-un selbst Lügen gestraft. Zitat: Der Prozess der Korruption und des Zerfalls des Sozialismus begann, als der moderne Revisionismus sein Haupt erhob und anfing, die Führer und die revolutionären Vorkämpfer zu diffamieren sowie die revolutionäre Ideologie der Arbeiterklasse zu entstellen und ausarten zu lassen. Der Sozialismus ist durch die modernen Revisionisten von seiner Bahn abgekommen und sich allmählich von innen her zersetzt. Infolge der Reform- oder Perestroika-Politik der Verräter am Sozialismus brach er zusammen, weil die historischen Errungenschaften des Sozialismus allseitig verneint und vernichtet wurden. Die Opportunisten und die Verräter am Sozialismus würdigten die Führer der Arbeiterklasse herab, sie verunglimpften den heiligen revolutionären Kampf der revolutionären Vorkämpfer und ihre großen Verdienste um die Revolution. Unsere Partei und unser Volk verehren Marx, Engels, Lenin und Stalin als Führer der Arbeiterklasse und schätzen ihre Verdienste hoch ein. Marx, Engels, Lenin und Stalin waren zu ihren Lebzeiten die Vertreter des Strebens und Anliegens der unterdrückten und werktätigen Massen.
Das Werk des Sozialismus war mit ihrem Namen untrennbar verbunden. Stalin setzte das Werk Lenins fort, entwickelte den jungen ersten sozialistischen Staat zu einer Großmacht der Welt, führte die Armee und das Volk und schützte das sozialistische Vaterland vor der faschistischen Aggression. Das schreibt Kim Jong-il in seinem Werk Die revolutionären Vorkämpfer verehren eine heilige moralische Pflicht der Revolutionäre von 1996. Wir sprechen dem nordkoreanischen Volk unser tief empfundenes Beileid zum Verlust seines großen Führers aus und versichern es für die Verteidigung und den weiteren Aufbau des Sozialismus unserer Solidarität. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Das war KITV aktuell zum Tode von Kim Jong-il.